zu nervös? Nee, nicht besonders. Ich sollte vielleicht etwas nervöser sein. Markte Frequenz, Spektabilitäten, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, es ist ein ganz besonderer Anlass, eine Abschiedsvorlesung zu dritt. Und wir, Professor Roser, Professor Hvidt, ich selber, wir sind sehr froh, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wir werden alle drei sprechen, Sie werden die Verschiedenheit und die Gemeinsamkeiten sehen und ich darf dich, lieber Traugott, bitten, anzufangen. Ja, in dieser sehr bewegenden Stunde denke ich dankbar daran zurück, dass mir die Möglichkeit gegeben worden ist, hier an der LMU zu arbeiten, dass ich als Arzt, katholischer Priester, Psychoanalytiker mit den beiden Kollegen, mit vielen Mitgliedern unserer Arbeitsgruppe forschen und lehren durfte. Und gern teile ich mit Ihnen jetzt, was ich selber meine, gelernt zu haben in diesen 5 Jahren. Zunächst einmal, wenn wir ganz allgemein fragen, wie funktioniert denn die Heilkunde, wie funktioniert denn ein therapeutischer Beruf, könnten wir sagen, na irgendwie ein Arzt hier durch die Asklepios-Schlange oder ein Pflegeberuf kümmert sich um einen Patienten. Das ist so eine kleine Formel, die ich Ihnen anbiete. Und ich möchte nun gern fragen, was ist denn an diesen 3 Termen in dieser Formel das Spirituelle? Das Spirituelle ist ja nicht einfach ein neumodischer Ausdruck für Seelsorge, so wie ein neuer Name. Das Spirituelle ist auch in der Medizin zu Hause, in der Pflege, in der sozialen Arbeit, in der Psychotherapie, in all diesen Berufen, die sich um den Menschen kümmern. Also kein neuer Beruf, sondern ein Querschnittsfeld. Spiritual Care. Was heißt denn eigentlich Care? Das tönt so englisch, ist aber auch deutsch. Care steckt darin, ein altes deutsches Wort für bekümmert sein und sich kümmern um. Besorgt sein, klagen, klagen für, jammern, seufzen und so weiter. Wir haben es noch im Deutschen, im Neuhochdeutschen in Karwoche und Karfreitag. Also dieses Caring ist eine Art, bekümmert zu sein, Mitgefühl zu entwickeln, nicht falsches Mitleid, Zerfließen vor Mitleid, nichts Identifikatorisches, sondern eine Haltung, die hilft, auch für andere da zu sein. Theologisch gesprochen oder christologisch gesprochen, Jesus, der leidend auch für andere da sein kann. Also, was ist spirituell an diesen 3 Termen? Wir denken zuallererst an den Patienten. Der Patient oder die Patientin hat spirituelle Bedürfnisse und wir können sie messen. Aber Emmanuel Levinas und Jacques Lacan sagen uns, diese Bedürfnisse, französisch Besoin, das ist etwas Begrenztes. Es gibt eine größere Sehnsucht, die nicht zu stillen ist. Den Medizinstudierenden sage ich, wenn Sie einen Patienten mit einer Sinnkrise haben, können Sie ihm nicht den Sinn wie eine Transfusion anhängen und in den Patienten hineinlaufen lassen. Das können Sie nicht substituieren, sondern das ist eine tiefe Sehnsucht, die nicht mit unseren üblichen Mitteln zu machen ist. Wichtig ist das Spirituelle für die Krankheitsverarbeitung, wir haben es gerade gehört, aber vor allem ist das Spirituelle ein Recht in einer freiheitlichen Gesellschaft, ein Recht, das kranke Menschen auch haben, wenn sie Patienten in einer Institution sind. Also P ist spirituell, auch spirituell. Wir fassen diesen Begriff sehr weit. Selbstverständlich billigen wir auch einem Atheisten eine Spiritualität zu. Spiritualität kann mehr oder minder explizit sein. Aber nicht nur das P ist spirituell, auch das kleine K, also dieses Caring, dieses sich kümmern um. Und zwar nicht erst dann, wenn die Rede ist davon, wenn jemand besonders fromm daherkommt, sondern in der Haltung, in der ein Pflegender, ein Sozialarbeiter oder eine Ärztin beim Patienten ist, ihn oder sie begleitet. Das lernen vor allem wir Ärzte von der Pflege, dass es nicht immer darum geht, Krankheiten abzuschaffen, zu eliminieren, zu behandeln, sondern sehr oft dabei zu sein, zu begleiten. Der Philosoph Martin Heidegger hat eine sehr hilfreiche Unterscheidung eingeführt zwischen der einspringenden und der vorausspringenden Sorge. Wenn ich einspringe für den anderen, ich weiß, was für dich eine gute Spiritualität ist. Hör doch mal diese CD an, mach doch mal jene Meditationsmethode, bete doch mal dieses Gebet oder lies doch mal dieses Buch. Dann meine ich, besser zu wissen als mein Patient, meine Patientin, was für ihn oder sie gut ist. Vorausspringend heißt Freiheit ermöglichend. Also der anderen Person die eigene spirituelle Entwicklung zu lassen, sie zu begleiten, aber sie nicht aufzuoktroyieren. P ist spirituell, das kleine K ist spirituell, aber auch wir selbst sind spirituelle Wesen. Das habe ich entdeckt in diesen 5 Jahren. Spiritual Care ist nicht nur irgendeine Heilmethode oder paramedizinische Methode, sondern betrifft die Gesundheitsberufe selber. Sie brauchen, Michel Foucault hat das sehr stark gemacht, die Selbstsorge. Sie brauchen so etwas wie eine Spiritualität der helfenden Berufe. Spiritual Care, so habe ich gelernt, ist nicht nur patientenorientiert, so wichtig das ist, gewissermaßen der Königsweg in der Medizin, in allen therapeutischen Berufen. Sie betrifft auch die Gesundheitsberufe selber, und wenn das implementiert wird, in eine Institution gebracht, ist es sehr wichtig, den Ressourcenaspekt zu betonen, dass Spiritualität nicht ein zusätzliches To-Do ist, jedenfalls nicht nur, sondern den Gesundheitsberufen eine eigene Ressource bringt. Wir leben in einer ökumenischen Zeit. Lutherische Pastoren machen Kongresse im Vatikan und Jesuiten richten sich auch nach Martin Luther, dem Volk aufs Maul schauen. Also die begriffliche Vielfalt und Unschärfe des Spiritualitätsbegriffes, meine ich, das demokratisiert die wissenschaftlichen Diskurse. Das heißt, wir, die wir das beforschen, wir haben kein Monopol darüber zu wissen, wie man Spiritualität definiert, sondern es ist wichtig, darauf zu schauen, und die Arbeitsgruppe um Herrn Streib, Konstantin Klein ist unter uns und kann das noch aus eigener Erfahrung bestätigen. Er forscht seit vielen Jahren empirisch, was denn eigentlich alles Spiritualität ausmacht. Also man kann sagen, dass Spiritualität so etwas wie eine antireligiöse Haltung ist, also etwas Oppositionelles, antidogmatisch. Schon Hans Urs von Balthasar schrieb 1958, es ist die subjektive Seite des Dogmas, die Spiritualität. Es kann auch etwas Esoterisches sein, das lässt viele Menschen zurückschrecken vor der Spiritualität, oder schlicht und einfach, ganz klassisch, ein Teil von Religion. So heterogen und in einem dreidimensionalen Raum aufgespannt ist das Feld Spiritualität. Noch einmal, Demokratisierung heißt, wir hören erstmal, wie meinen denn Patienten und Probanden, wie verstehen sie diesen Begriff Spiritualität? Und wir haben einen sehr pragmatischen Weg gewählt in unseren Studien mit Arnd Büssing gemeinsam. Wir greifen uns die Selbstkategorisierung heraus. Also ein Patient kann sich für, oder ein Proband allgemein, kann sich für religiös und spirituell erklären, R+S+, oder für nur religiös und weniger spirituell, R+S-, oder keins von beiden. Also alle Mischungsmöglichkeiten sind möglich, und Sie sehen an der kleinen Grafik, die weder religiösen noch spirituellen, die verneinen die meisten Dimensionen. Also sie wollen weder esoterisch sein, noch eine existenzielle Wahrheit ventilieren. Sie wollen das auch nicht als Teil von Religion sehen. Die R+S+, die stimmen in allen Bereichen ein bisschen zu. Und die letzte Gruppe, R plus S minus, die mehr religiösen als spirituellen, die lehnen fast alle semantischen Varianten von Spiritualität ab, mit Ausnahme der Variante Spiritualität als Teil von christlicher Religion und christlichem Glauben. Sie können innerlich mal nachspüren, wie Sie sich selber kategorisieren würden. Wichtig ist, wenn wir Forschung betreiben, dass wir nicht mit einem festen Spiritualitätsbegriff daherkommen, sondern die Selbstkategorisierung der Probanden und noch viel wichtiger in der Medizin der Patienten sehr ernst nehmen. Dem Volk aufs Maul schauen heißen, nicht wir lehren die Patienten, was Spiritualität ist, sondern wir hören erstmal, ob sie dieses Wort überhaupt verwenden oder was sie in diesem großen semantischen Teppich wohl unter Spiritualität verstehen. Ein dritter Punkt, den ich gelernt habe in der berühmten Fassung von Ken Pargament, mit dem wir ein wunderbares Seminar zusammen gemacht haben, alle drei in Kanada. Spiritualität kann Teil des Problems oder Teil der Lösung sein. Beides. Ja? Kann Berge versetzen, kann vielleicht stärker werden, wenn die Berge größer werden, kann aber auch sehr hinderlich beim Bergbesteigen sein. Und das an zwei Beispielen. Einmal die Studien, die wir im Bereich der Organspende und Transplantation durchgeführt haben. Wir haben zunächst einmal Fachleute, einige sind heute auch unter uns, zusammengerufen, um zu fragen, was meinen Sie denn? Was sind Hindernisse und förderliche Faktoren bei der Organspende und Transplantation? Und zwar waren das Menschen aus Häusern, in denen Organe entnommen werden. Wir haben uns da auf die postmortale, also auf die Leichenspende beschränkt, nicht auf die Lebensspende ausgenommen aus dieser Studie. Wir haben verschiedene Berufsgruppen in dieser qualitativen Studie befragt. Und es war sehr spannend zu sehen, wie, so drückte das ein Anästhesiologe aus, wie dieser Bereich der Medizin zwischen Segen und Katastrophe oszilliert, wie nah beides beieinander liegen. Und es ist sehr spannend, dass dann Begriffe verwendet werden. Segen, ja, ein sehr tiefer religiöser Begriff, und das Scheitern der Katastrophe. Und solche Hindernisse sind beispielsweise, ich möchte im Ganzen begraben werden, denn ich glaube an die Wiedergeburt. Oder eine Muslima, nein, mein Sohn muss unversehrt hinübergehen, der Leichnam darf nicht angerührt werden. Also das sind Beispiele, die in dieser Fokusgruppe kamen, aber auch, und hier komme ich jetzt zu Spiritual Care für die Carer, ich glaube, es ist eine große Hilfe, wenn man dennoch eine gewisse Spiritualität hat, um mit diesen Grenzerfahrungen umzugehen persönlich. Grenzerfahrung, für die im klinischen Alltag kaum Zeit ist. Also es gibt keine Gefäße dafür. Aber eine große Bedürftigkeit gerade der Pflegenden. Für Rituale beispielsweise, dass man würdevoll Abschied nehmen kann, und da spielen Rituale natürlich eine große Rolle. In einem quantitativen Studienteil haben wir im Klinikum der Universität München eine gute Anzahl von Personen befragen können, und wir haben sie, wie Sie sehen, wie oben beschrieben, kategorisiert, also je nachdem, ob sie sich als R+, S+, bezeichnet haben oder wie auch immer. Sie sehen eine Mehrzahl, oder knapp über die Hälfte ist R-, S-, sind also die Selbstkategorisierung der Ärzte und der Pflegenden. Und durch dieses Instrument, was wir entwickelt haben auf der Basis der qualitativen Studie, sind nun erste Folgerungen empirischer Art möglich. Zwei möchte ich Ihnen vorstellen. Die erste, die Umstände der pflegerischen und medizinischen Betreuung werden nicht als Transplantationshindernisse angesehen. Was man hätte vermuten können, ist etwas kontraintuitiv, dieses Ergebnis. Und interessanterweise, dieses Urteil ist bei den Pflegenden und bei den Frauen stärker als bei den Ärzten und bei den Männern. Und zweitens, die Annahme transzendenter Vorbehalte. Ich habe sie vorhin schon erwähnt, der Schutz der Seele, der Wunsch, ganz begraben zu werden, ganz aufzuerstehen und so weiter, wird eher von den R-S-Personen angenommen. Also eher diejenigen, die sich selbst als nicht religiös und nicht spirituell kategorisieren, nehmen diese Hindernisse an. Also sehen, dass sie im Feld wohl eine Rolle spielen, während die anderen, die es spiritualitäts- und religiös-positiven, eher nicht der Meinung sind, dass diese Argumente im Zusammenhang mit dem Schutz der Seele gegen die Organspende und die Transplantation sprechen. Ein zweites klinisch wichtiges Beispiel, Palliative Care. Unsere Professur war ja am Lehrstuhl für Palliativmedizin angesiedelt. Wir haben schon seit Jahren eine sehr fruchtbare Forschungsassoziation mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, mit Yvonne Petersen, die heute Abend auch da ist. Und wir haben uns gefragt, ob vielleicht die Bindung und dann die Bindungstheorie und die Spiritualität zwei Fäden sind, die in Palliative Care zusammengehören. Also dass wir die Spiritualität von Menschen am Lebensende besser mit einem Bindungsmodell verstehen und umgekehrt auch mehr von der Bindung durch die Spiritualität verstehen. Bindung ist eine Beziehung, eine besondere Beziehung, in der Sicherheit entsteht. Und schon von Kindesbeinen an und diese inneren Arbeitsmodelle, die wir schon als Säuglinge erlernen, bleiben lebenslang. Und es gibt dann Momente, in denen das Bindungssystem aktiviert wird. Es geht im Grunde immer um ein Gleichgewicht zwischen zwei Tendenzen. Das eine ist, ich möchte sicher sein, ich möchte geborgen sein, eine Heimat haben, zu Hause sein. Das andere, ich bin neugierig, ich will etwas Neues erleben. Ja? Ich will autonom, ein Begriff, der sehr en vogue ist im Moment, ich will autonom entscheidend Neuland betreten. Beide Grundtendenzen, die die Bindungstheorie und die Bindungsdiagnostik beschreiben können, sind normalerweise im Gleichgewicht. Das heißt, ich klebe nicht in einer ambivalenten Weise an einer Sicherheit und Geborgenheit. Ich kann auch Abschied nehmen. Und auf der anderen Seite, ich muss nicht vermeiden, gebunden zu sein, ja, sondern ich bin so in der Mitte, wenn beide Bedürfnisse in einem Gleichgewicht sind. Wir haben nun eine sehr große Zahl von Palliativpatienten untersuchen können. 80 Palliativpatienten, wenn Sie daran denken, dass das wirklich sehr kranke Menschen sind, dann haben wir wirklich weltweit eine sehr gute Stichprobe bekommen. Und alle stationären palliativen Einrichtungen Münchens haben in großzügiger Weise teilgenommen. Und nun die Bindung gleichzeitig betrachtet mit der spirituellen Krankheitsverarbeitung. Die erfassen wir in Zusammenarbeit mit Arnd Büssing unter den folgenden drei Faktoren. Die spirituelle Suche, das wäre genau das, was du uns beschrieben hast. Also die Krankheit hat mich dazu gebracht, wieder intensiv mich mit spirituellen und religiösen Fragen zu beschäftigen. Oder ich suche einen Zugang, also Suche wäre das Erste. Dann Vertrauen. Vertrauen in eine geistige Führung, fühle mich mit einer höheren Quelle verbunden, bin überzeugt davon, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, sind Beispiel-Items aus dem Fragebogen und schließlich Reflexion. Ich bin überzeugt, dass meine Krankheit einen Sinn hat. Ich komme dazu, darüber nachzudenken. Ja, ich mache mir Gedanken, das ist nicht nur im kognitiven Sinn zu verstehen, sondern als eine Infragestellung meiner Existenz. Und nun, wenn wir beides zusammennehmen, das Bindungsverhalten und die spirituelle Krankheitsverarbeitung, sehen wir doch sehr spannende Muster, dass nämlich die sicher gebundenen in Blau und die unsicher distanzierten, die sind ganz ähnlich beide. Und das sind im Allgemeinen Tendenzen, die Spur ist nicht groß genug, aber bei der Reflexion werden die Unterschiede signifikant. Und da sehen wir, es gibt einen niedrigeren Anteil verstrickt gebundener Patienten in diesem Bereich. Also wir müssen möglicherweise diesen distanzierten Bindungsstil ganz neu bewerten. Am Ende des Lebens geht es ja ums Abschiednehmen. Es geht ja nicht um eine Wiederherstellung oder eine Festigung einer Heimat, sondern es geht um ein Aufgeben. Und offenbar ist für einen Teil der Menschen dieser distanzierte Bindungsstil sehr günstig, weil sie sich dadurch auf Neues einlassen können. Sie können, wenn man so will, leichter loslassen. Und wir sind im Moment dabei, an einer Vergleichsgruppe zu untersuchen von nicht palliativen betagten Menschen, wie sich Bindung und spirituelle Krankheitsverarbeitung außerhalb der palliativen Situation zueinander verhalten. Ich komme zum Schluss. Spiritual Care, so möchte ich sagen, hat gerade erst begonnen, ein Thema für die Gesundheitsberufe zu werden. Wir sind in einer expansiven Situation, wir merken das in unserer Zeitschrift. Beim Wechsel jetzt zum De Gruyter Verlag hatten wir sofort 3 Verleger auf der Matte, die sich um diese Zeitschrift gerissen haben. Also es ist offenbar eine Frage, die in der Luft liegt und die auch die Wissenschaft und die Gesundheitsberufe beschäftigt. Wir sehen das auch an dem rasanten Anstieg der Publikationen. Hier nur eine Datenbank Medline, die zeigt, dass Spirituality und Spiritual ein Megathema der Gesundheitsberufe ist. Das ist auch an der akademischen Präsenz zu sehen. Wir sind hier, um dankbar die Einrichtung der Professur vor 5 Jahren zu erinnern und unsere Zeit, die zu Ende gegangen ist im Mai. Wir sehen aber auch, und ich freue mich sehr, dass der Kollege Simon Peng-Keller unter uns ist, der neue Professor für Spiritual Care an der Universität Zürich. Wir sehen eine gewisse Helvetisierung von Spiritual Care. Die Universitäten Basel, Bern, Lausanne sind recht aktiv in diesem Bereich neben Zürich. Meine eigene Hochschule für Philosophie hat einen Modulstudiengang Spiritual Care eingerichtet und die Technische Universität riskiert es jetzt, sich auf der anderen ISA-Seite dieses Bereichs anzunehmen. Es gibt inzwischen unter meiner Leitung eine Forschungsstelle Spiritual Care in der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum rechts der ISA. Und nicht zuletzt ist die eben schon erwähnte Zeitschrift ein Medium inzwischen geworden und hoffentlich in Zukunft noch mehr, wo Menschen ihre Erfahrungen, ihre Forschungsergebnisse mitteilen und diskutieren. Und jetzt möchte ich, bevor ich aufhöre, euch beide bitten, mal hier nach vorne zu kommen, dass wir zusammen aufhören. Und ich schlage vor, dass wir zusammen danken. Ich möchte, ja, erst einmal unseren Mitarbeitenden danken, die also in den ganzen Jahren aus Psychologie und Theologie und wo sie überall herkamen, auch die vielen Medizindoktoranden uns geholfen haben, auch die Patienten, die wir getroffen haben in unseren Studien. Ich möchte danken den Sponsoren, die die Professur gestiftet haben, auch den vielen, die uns unterstützt haben. Danken auch der Klinik, also Professor Borasio, der die Professur angefangen hat, Frau Professor Bausewein, die sie fortgeführt hat mit uns allen Mitarbeitenden. Ja, auch der LMU, dass sie das Wagnis eingegangen ist, diese Professur anzunehmen. Wem sollen wir noch danken? Dem lieben Gott. Ja, das ist auch ganz gut. Gut. Ich kann die Mitarbeiter nach vorne holen. Ja, also es wäre ganz gut, diejenigen Mitarbeiter und Studenten und Doktoranden, also auch die ganz Frischen, ja? Herr Kuseri, aufstehen. Herr Cebina, alle mal mitkommen, alle mal nach vorne kommen. Piret und Michael. Margit, also ein Teil unserer Mitarbeiter ist heute Abend da, das ist sehr schön. Beate, Josef, Imke, ja, Imke. Ich weiß nicht, ob Ingrid da ist, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, bitte fühlt euch angesprochen. Ja. Niemand darf. Ja, also Ihnen allen, die Sie jetzt heute Abend gekommen sind, ganz herzlichen Dank. Und wir hoffen jetzt, dass Sie noch recht lange hier bleiben, bevor die Universität uns aussperrt. Solange dürfen wir noch bleiben und bei einem Glas, einem Verre d'amitié, wie man in Frankreich sagt, uns austauschen. Vor allem über die Zukunft. Wie ich schon sagte, Spiritual Care hat gerade erst begonnen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und bleiben Sie Spiritual Care verbunden. Und wir schauen jetzt gerade, München ist ein sehr spannender Ort für Spiritual Care, wie es hier weitergeht, auch zwischen den Universitäten und Hochschulen mit diesem so wichtigen Bereich. Vielen Dank.